Die Kugel rollt im Innsbrucker Casino, aber nicht am Roulette-Tisch, sondern im Auftrag des Tiroler Fußballverbandes. Das TFV-Präsidium mit Präsidenten Sepp Geißler an der Spitze hat Vertreter der 32 Mannschaften, die in der dritten Hauptrunde aufeinandertreffen, geladen. Rainer Dirkes kann dabei Sportlandesrat Hannes Gschwendtner, FC Wacker-Obmann Kaspar Plattner, Hauptsponsor Hannes Karstorfer, Red Bull-Spielerscout Manni Linsmeier oder auch Donauversicherungsdirektor Wolf-Dieter Bader begrüßen. Als Glücksengeln fungieren Wacker-Trainer Walter Kogler und die Spieler Inaki Beer und Julius Barstaller. Nach einigen aktuellen Infos über den österreichischen Fußball steigt die Spannung bei der Auslosung. Zum Spiel der Runde wurde die Partie SK Hippach gegen die WSG Swarovski Wattens gewählt. Außerdem gibt es den Schlager Union Innsbruck gegen den FC Kufstein und die SVG Reichenau trifft auf den SV Reutte. Schmürn freut sich auf Zierl und die Lobacher spielen Derby gegen den SV Völs. Diese Auslosung wird wohl das Ausscheiden einiger Favoriten mit sich bringen. Ja, die Auslosung ist so ausgefallen, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass Große nicht mehr dabei sind im weiteren Bewerb und es natürlich auch kleinere Mannschaften weiter nach oben schaffen könnten. Genau das macht ja den Cup-Bewerb überhaupt aus. Nicht ganz zufrieden ist der Tiroler Fußballpräsident mit dem Auftreten der Mannschaften seines Heimatbezirks. An die Adresse des Heimatbezirkes von mir gerichtet, so schlecht waren wir, glaube ich, noch in keinem Cup-Bewerb. Wir haben einzig und allein noch drei Mannschaften, nämlich Hippach, Buch und Schwarz, und das war's schon. Das ist uns in früheren Saisonen nie gelungen. Gelungen natürlich unter Anführungszeichen. Dafür würde er sich aber auch über ein starkes Lebenszeichen aus dem Oberland sehr freuen. Ich finde, jeder, der sich bis zum Finale und dann auch im Finale selbst durchsetzen kann, hat es verdient. Für den Bewerb selbst wäre das ein riesengroßes Glück, wenn einmal auch aus dem Oberland wieder ein Cupsieger käme. Gespielt wird die dritte Hauptrunde im TFV Karstorfer Tirol Cup am 26. Oktober. Infos gibt es im Internet unter www.tfv.at.